Talia, worum geht es? Deine Stimme klang so aufgeregt. Ich habe eine Reparaturdatei gefunden. Darin steht genau, wie die Quert entstanden ist. Das klingt interessant. Was steht in der Datei? Ich spiele sie ab. Die Quert. Das Schiff wurde im Raumhafen von Xerno bei Sternzeit 27093506 als reiner Transporter entworfen. Nachdem die Quert das erste Mal bei Sternzeit 04063508 im Einsatz war, wurde sie auch schon von Piraten angegriffen. Der damalige Captain Nusor konnte gerade noch mit Hypergeschwindigkeit entkommen. Da er zu jener Zeit bei Sternzeit 25073508 im Illyrianischen Raum war, steuerte er dort eine Werft an. Es wurden aus einem schwer beschädigten Kampfschiff mehrere Sektionen in die Quert verbaut. Beim nächsten Angriff durch die Piraten bei Sternzeit 31093509 konnte sich Captain Nusor so gut verteidigen, dass er die Oberhand hatte. Dies beflügelte ihn bei seinem nächsten Stopp im Herkulanischen Raum, bei Sternzeit 25113510 erneut eine Werft anzufliegen. Dort bekam die Quert ihr endgültiges heutiges Aussehen. Die Fähigkeit der Teleportation hatte ein unbekannter herkulanischer Erfinder in die Spezifikation mit eingebracht. Die Quert ist zu maximaler Hypergeschwindigkeit in der Lage, ihre Schilde halten einem normalen Angriff durch Piraten stand. Ende der Aufzeichnung. Und jetzt hat Merwin, ebenfalls ein herkulanischer Erfinder, einen Tarnschild und eine freie Energieaufnahme eingebaut. Durch die freie Energieaufnahme können wir jetzt in jedem Solarsystem Energie aufnehmen. Theoretisch könnten wir die Energie aufnehmen, in Speicherzellen speichern und verkaufen. Wie gut lässt sich mit diesen Speicherzellen Credits verdienen? Lohnt es sich wirklich? Und wie? Wir haben keinerlei Kosten, nicht mal die Antriebsenergie müssen wir in Rechnung stellen. Wenn wir also 2 bis 3 Mal den Frachtraum füllen, haben wir genug verdient, um alle Reparaturen durchführen zu können. Reparaturen? Was ist alles beschädigt? Einige Leitungen zeigen Mikrorisse, bis sie durchbrechen, dauert es noch einige Zeit. Wenn man sie gleich reparieren würde, wären wir auf der sicheren Seite. Könnten wir bei der Gelegenheit mehr über die Tardaks erfahren? Wir könnten die Energiezellen auch im Randsektor verkaufen. Es gibt sicher den einen oder anderen Händler, der etwas über die Tardaks weiß. Wo bekommen wir jetzt die Energiezellen her? Ich denke, wir fliegen noch einmal nach Durox. Ich habe mir die Route gemerkt. Und sie vor dem Verkauf des Transporters gelöscht. Somit kennen nur wir den Standort von Durox. Ich nehme an, du willst die Energiezellen aus dem havarierten Kriegsschiff bergen. Das ist mein Plan. Gut. Dann gib du den Kurs ein. Captain, Sie haben eine Nachricht von Chinsha. Bitte durchstellen. Henry, ich würde dir gerne etwas im Botaniklabor zeigen. Chinsha, ich bin auf dem Weg. Talia, gib den Kurs ein. Ich komme dann zu dir auf die Brücke. In Ordnung, Henry. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Siehst du, wie herrlich die Pflanzen gewachsen sind? Und das nur in 2 Wochen. Ja, ich sehe es. Es ist unglaublich, wie schnell diese Pflanzen gewachsen sind. Ich möchte aus diesem Raum einen botanischen Garten machen. Ich finde das eine gute Idee. Captain, Sie haben eine Nachricht vom ersten Offizier. Bitte durchstellen. Captain, alle Speicherbänke sind voll. Zurzeit können wir nicht mehr Energie aufnehmen. Ich bin auf dem Weg zur Brücke. Captain, wir treffen uns auf der Brücke. Captain, ich habe soeben die Koordinaten von der ersten Pilotin bekommen. Der Kurs ist gesetzt, das Schiff ist bereit zum Start. Soweit so gut. Wir werden dort ein Trümmerfeld vorfinden. Unternehmen Sie alle Schutzmaßnahmen, die nötig sind, dass wir nicht im Trümmerfeld havarieren. Danke, Captain, für die Information. Ich werde den Austrittspunkt um 100.000 K-Klick zurücksetzen. Sehr gut, Erster. Dann starten Sie den Antrieb. Pilot, Sie haben es gehört. Starten Sie das Schiff. Der Antrieb wird gestartet.
Was wissen wir jetzt alles über die Tarax und Xoxas? Sie essen für hiesige Verhältnisse extrem scharf, verglichen mit uns sind sie allerdings milde Speisen. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich den Tarax-Speisen eine 2. Ehrlich, ich habe sogar daran gedacht, ob ich nicht noch nachwürzen soll. Ehrlich gesagt war es mir auch zu fade. Ich denke, wir sollten einmal einen Original-Tarax-Eintopf versuchen. Dann wissen wir mit Sicherheit, wie scharf es in Wirklichkeit ist. Was mir mehr Sorgen macht, ist dieser Likör. Ich hatte weder ein Brummen oder Summen im Kopf. Da war Alkohol drin, aber nicht viel. Ich kenne leider die chemische Zusammensetzung von Süßstoff nicht. Aber ich weiß das, wie nannten wir es noch einmal? Ah ja, Birkenzucker, dass dieser Zucker für Hunde giftig ist. Und für uns Menschen ist er kalorienarm. Mit den Zwiebeln ist es das Gleiche, für uns lecker, für Hunde giftig. Mervi, haben Freund, in Werft von Planet Druft. Mervi, denken er wissen mehr. Dann sollten wir nach dem Beladen der Speicherzellen die Werft von Druft anfliegen. Geladene Energiezellen werden überall gebraucht. Ihr kennt doch das Sprichwort, Kleider machen Leute. Ich frage mich, ob wir unsere Kleidung auf die eine oder andere Art beeindruckender gestalten sollten. Wenn es sie beeindruckt, die Frage ist nur wie. Wir wissen nicht einmal, wie die Tarax und Xoxas aussehen. Ich denke, wir müssen uns an ihrem Aussehen orientieren. Das wird eine Herkulesaufgabe. Über jemanden, die niemand gesehen hat oder niemand kennt, etwas in Erfahrung zu bringen. Ich schlage vor, wir gehen in unsere Betten. Ausgeruht fällt uns bestimmt mehr ein. Jinja, du hast recht. Datum 05123508. Ich verfasse heute meinen ersten Eintrag in das Logbuch als Captain der Quert. Den Erwerb des Schiffes, durch einen Handel mit dem Gouverneur Touch, konnte ich vor 7 Tagen abschließen. Die gesamte Crew ist momentan dabei, sich mit der Quert und all ihren Modifikationen vertraut zu machen. Unser Hauptziel besteht darin, mehr über die Tarax und Xoxas herauszufinden. Wir wissen lediglich, dass es an den Grenzen ihrer Sektoren unzählige Wrackteile gibt, was vermuten lässt, dass sie mit Eindringlingen nicht zimperlich umgehen. Für mich sind dies momentan nur Gerüchte. Angeblich sollen diplomatische Beziehungen zwischen den Tarax und Xoxas davon abhängen, ob man mit ihnen am gleichen Tisch speisen kann. Dem Nahrungsreplikator zufolge essen sie gerne scharf, doch im Vergleich zu den Gewürzen auf der Erde ist ihr Geschmack eher zurückhaltend. Ein Harkulaner wurde in unsere Crew aufgenommen und berichtete von einem ersten, einseitigen Kontakt mit den Tarax. Dank einer besonderen Vorrichtung in seinem Shuttle konnte er unentdeckt bleiben. Seinen Aussagen zufolge müssen die Tarax gigantische Raumschiffe besitzen, die einem ganzen Planeten ähneln. Wir flogen zurück nach Durox, um das havarierte Kampfschiff zu plündern und an die nötigen Energiespeicher zu gelangen. Hierbei muss ich nochmals mit Talia und Mervin, dem Harkulaner, sprechen. Unser Ziel ist es, die gestohlenen Energiespeicher im Randbezirk unseres Sektors zu verkaufen und dabei gleichzeitig mehr Informationen über die mysteriösen Spezies Tarax und Xoxas zu sammeln. Wie Beatrice bereits betonte, eine wahrhaftige Herkulesaufgabe, da niemand von ihnen gehört oder sie je zu Gesicht bekommen hat. Trotz der hohen Erwartungen, die an mich gestellt werden, verlasse ich mich auf meine Entscheidungen und treffe sie abwägend. Bisher habe ich stets die richtige Wahl getroffen. Ende des Eintrags, Captain Henry. Sie haben eine Nachricht von Talia. Nachricht abspielen. Henry, die Energiespeicher sind an Bord. Ich bin mit Mervin im Frachtraum A1. Ich bin auf dem Weg. Speicherzelle, guter Zustand ist. Mervin wird 1000 Parsec brauchen, bis Speicherzelle geladen ist. Mervin, das ist toll. Was denkst du, sollen wir das Schiff ausschlachten? Ja. Mervin, replizieren Extramann aus Eisen für Arbeit an altes Schiff. Altes Schiff in kleine Teile, mehr wert ist. Gibt das keinen Ärger, wenn wir das Schiff einfach so zerlegen? Nein, warum sollte es das? Dieses Schiff ist havariert. Derjenige, der es findet, darf es ausschlachten. Außerdem, woher sollten Sie wissen, dass es hier ist? Mervin, leben lange Zeit von Ausschlachten von Schiff. Jetzt gewaltige Lagerräume, Mannschaft gut verdienen wird.
Ich verstehe. Nur um eine ungefähre Vorstellung zu haben. Wie groß wird der Gewinn sein? Von dieser Summe kann man nur träumen. Damit können wir uns eine eigene Station bauen. Oha. Ich hätte nur eine Bitte. Die Station muss mobil sein. Captain, gute Idee ist. General, erster Offizier, ich möchte, dass Sie mich beide verstehen. Ich komme von einem Planeten, auf dem es ständig irgendwelche militärischen Zwischenfälle gibt. Eine Verteidigungsbereitschaft bedeutet nicht, dass ich in den Krieg ziehen möchte. Ich möchte nur darauf vorbereitet sein, sollte uns irgendjemand angreifen wollen. Sei es nur zur Verteidigung gegen Piraten. Captain, unsere bisherige Programmierung sah nur einen Verteidigungsfall vor. Die von Ihnen geschilderte Situation muss natürlich neu bewertet werden. Was schlagen Sie vor? Sie besitzen jeder eine eigene KI. Ich gebe Ihnen ein paar Stichpunkte für ein Szenario. Fremde, unbekannte, aggressive Rasse versucht, das Schiff einzunehmen. Ihnen stehen zur Verteidigung folgende Dinge zur Verfügung. Materie-Teleporter, eine Phasentarnvorrichtung, Energieabsorber, Großraumreplikator, bewaffnete Kampfdrohnen, Drohnen mit Replikator bestückt und kritisch überlastete Energiezellen. General, Sie brauchen mir nicht sofort eine Antwort darauf zugeben. Arbeiten Sie das Szenario in Ruhe aus mehreren Sichtweisen aus. Erster Offizier, für Sie gilt das gleiche Szenario. Das Schiff muss verteidigt werden gegen Eindringlinge. Ich selbst werde ebenfalls ein Szenario ausarbeiten. Wir werden uns dann noch einmal zusammensetzen, um das beste Szenario auszuwählen. Es ist mir. Captain, Sie haben eine Nachricht von Mervyn. Nachricht öffnen. Mervyn möchte erst mit Freund sprechen. Keine gute Idee ist, wenn zu viel auf einmal da. Selbstverständlich, du kennst deinen Freund besser als ich. Rufe uns, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Ja, Captain, Mervyn daran denken wird. Rick, beeindruckt bin von deinem Kommen. Mervyn, freuen sich sehr, alten Freund zu sehen. Mervyn gekommen mit Quert, Hochachtung. Krieg, woher wissen dies? Teleportation, von Krieg erfunden ist, vor langer Zeit. Aber warum Mervyn hier? Mervyn muss mehr erfahren über Tarax und Zoxas. Krieg finden keine gute Idee ist. Tarax wild und stark, Zoxas listig und verschlagen. Kein Schiff nehmen mit Schiff von Tarax und Zoxas auf. Werft von Druftleben von Trümmer die versucht. Mervyn, haben Captain der Essen Tarax Speisen wie kleine Herkulaner von Brust trinken und trinken dazu ganze Flasche Zoxas Likör, wie Kaktuswasser. Greg, nicht glauben dies. Mervyn, niemals falsch sagen, du wissen genau. Mervyn, schlagen vor, du lernen Captain kennen. Greg sagen dir. Ich muss gestehen, ich bin mit meinem Entwurf eines Szenario nicht sehr weit gekommen. Mein Ziel ist es, das Schiff und die Crew auf den schlimmsten Fall vorzubereiten, den wir uns vorstellen können. Dennoch möchte ich betonen, dass ich auf das Positivste hoffe. Ein friedlicher Kontakt, ein friedliches Zusammensein ist mir allemal lieber. Ich bin also auf Ihre Ideen gespannt. Kommen wir zu grundsätzlichen Szenarien. Generell sollte während des Flugs unser Schiff in Phase gehen. Beim Auffinden von fremden Schiffen sollte die Tarnvorrichtung zugeschaltet werden. Sobald festgestellt wird, dass unser Gegner seine Waffen lädt oder bereit macht, muss der Energieabsorber auf maximale Leistung gehen. Der Gegner muss so viel Energie verlieren, dass er wirklich nur wenige Energiestöße abgeben kann. Der Großraumreplikator sollte Energiezellen replizieren, die so eingestellt werden können, dass sie nach dem Materietransport sofort explodieren.
Bewaffnete Kampfdrohnen und Drohnen mit Replikatoren bilden eine Einheit. Ihr Ziel, sollte es einen Angriff geben, gegnerische Bordwände komplett aus dem Schiff des Gegners herauszunehmen. Ein weiterer Drohnenverband hat die Aufgabe, die Energieversorgung auf die gleiche Art und Weise zu sabotieren. Als letztes würde ich mir wünschen, dass Sie, Captain, in Zukunft immer zwei Guards bei sich haben. Wenn Sie gestatten, Captain. Selbstverständlich, erster Offizier, sprechen Sie. Was ich mir für die Crew wünsche. Es muss ein neuer Anzug für die Crew entworfen werden, der sie mit Energieabsorption und Schildtechnologie vor unmittelbaren Angriffen schützt. Schön wäre es, wenn der Anzug die einzelnen Gruppenmitglieder ebenfalls in Phase versetzen könnte. Somit wäre es möglich, auf dem fremden Schiff ohne Angriffe befürchten zu müssen, unsere Kundschafter auszusenden. Des Weiteren brauchen wir Notfallteleporter, die Crew sofort aus der Gefahrenzone holt. Für den Fall der Fälle möchte ich im Vorfeld schon im Teleporter-Puffer mehrere tausend Plasmabomben bereitgestellt haben, zum schnellen Teleport auf das fremde angreifende Schiff. Ich möchte weitere Spezifikationen am Schiff anbringen lassen. In technisch nötigen Abständen müssen auf dem ganzen Schiff Replikator-Einheiten zur Selbstreparatur verbaut werden. Deren Aufgabe es ist, sofort nach Entdecken einer möglichen schadhaften Stelle diese zu reparieren. Dies gilt natürlich auch für mögliche Beschädigung durch Beschuss der Außenhülle. Was halten Sie davon? Stellt sich mir nur eine Frage, kann das Marvin alleine mit Ihnen zusammen? Ich denke, wir benötigen einen weiteren Harkulaner. Captain, ich stimme dem General zu. So gut Marvin ist, aber in Gesellschaft seiner eigenen Art wird er vermutlich effizienter und zufriedener sein. General, erster Offizier, ich finde Ihre Vorschläge sehr gut. Beginnen Sie bitte unverzüglich mit der Umsetzung Ihrer Vorschläge. Ich selbst werde in den holographischen Raum gehen, um mir einen neuen Anzug nach Ihren Vorgaben, erster Offizier, generieren zu lassen. Ich hoffe nur, dass alles auch so umsetzbar ist. General, Ihnen möchte ich gerne die Herstellung der Guards überlassen. Beeindruckt bin von Erscheinung von Marvin. Papa sagen, Marvin leben auf Schiff mit Namen Quert. Craig sagen Wahrheit. Captain von Quert, Marvin aufnehmen in Mannschaft. Captain von Quert, guter Captain ist. Marvin, erzählen mehr über Captain von Quert. Luzi, Craig nicht glauben wollen, was Craig berichten. Papa sagen, Captain von Quert essen Taraks Speisen und trinken Soxas Likör. Marvin, dies stimmen das? Marvin, sitzen in Kantine am Tisch von Captain. Captain gehen zum Replikator, holen sich eine Schüssel Taraks Fleisch. Sandra, Freundin von Captain, replizieren Taraks Gewürz, sie würzen ihre Schüssel Taraks Fleisch nach, weil nicht scharf genug. Captain nehmen sich Taraks Gewürz und würzen auch nach. Marvin, selbst nicht glauben können. Captain und Sandra essen Schüssel Taraks Fleisch wie kleine Harkulaner von Brust trinken. Captain kommen von Planet Erde, Captain sagen, sie dort alle so essen. Lucy hat viele Geschichten gehört von Quert. Captain nur so, überall jeder kennen. Marvin, werden überall bekannt werden mit neue Captain. Craig muss fragen. Werden Marvin, Captain von Quert fragen. Craig und Luzi dürfen zur Mannschaft gehören. Marvin, sich freuen dies hören. Marvin wird ersten Offizier bitten, ihm helfen, Captain zu fragen. Wie viel Energiezellen kann ich zu diesem Preis haben? Wenn für mich dabei brauchbare Informationen über die Taraks und Soxas herausspringen, so viel wie du in deinen Transporter laden kannst. Die Taraks sind eine wilde kriegerische Spezies. Man kann sie nur damit beeindrucken, indem man ihnen zeigt, dass man ihnen überlegen ist. Die Soxas sind verschlagen, wenn du nicht aufpasst, hintergehen sie dich. Von beiden sind die Waffen so stark, sie durchdringen jede Panzerung und sprengen jedes Schiff von ihnen. Wenn man ihnen unterlegen ist, kennen sie keine Gnade. Du bist eine hübsche Outreska, ich würde dir nicht empfehlen, in den Raum der Taraks und Soxas vorzudringen. Welche Schwächen haben die Spezies? Ihre Schwächen? Ihre Überheblichkeit, nur derjenige, der sie besiegt, wird von ihnen geachtet. In den letzten 1000 Jahren hat kein Schiff, das den Raum dieser beiden Spezies angeflogen hat, überlebt. Kennst du noch jemand, der etwas über die Taraks und Soxas weiß? Keinen Liebenden. Ich hatte damals Glück, ich bin in einer Rettungskapsel entkommen. Hast du diese Rettungskapsel noch? Sie muss irgendwo auf meinem Schrottplatz sein. Ich habe sie mir zur Erinnerung aufgehoben. Ich lege dir eine Energiezelle obendrauf, wenn du mir die Rettungskapsel überlässt. Abgemacht. Nur eine Bitte noch, jede leere Energiezelle, die du auftreiben kannst, bekomme ich.
Für einen guten Preis bekommst du sie dann aufgeladen wieder. Die einzige Bedingung ist, du musst nur unter dem Preis der anderen bleiben. Computer, soweit ich weiß, besitzt du eine eigene KI. Ist die Annahme richtig? Captain, diese Annahme ist richtig. Sehr gut. Du hast sicher aufgrund der Eingaben durch die Besatzung mitbekommen, was wir vorbereiten. Ich möchte Folgendes von dir. Basierend auf den wenigen Erkenntnissen, die wir haben, brauche ich einen neuen Raumanzug mit folgenden Spezifikationen. Energieabsorption und Schildtechnologie, die vor unmittelbaren Angriffen schützt. Der Anzug soll die Träger, ebenfalls wie die Quert selbst, in Phase- und Tarnmodus versetzen können. Die optische Ausstrahlung des Raumanzugs soll beeindruckend beängstigend wirken. Kannst du mir einen Vorschlag zeigen? Einen Moment bitte. Die Spezifikationen werden berechnet. Die Verkleinerung des Energieabsorptionsmoduls wird errechnet. Die Schildtechnologie der Quert wird in den Anzug übertragen. Kraftverstärker wird installiert. Die akustische und visuelle Wahrnehmung des Trägers wird verbessert. Anzeige des Vorschlags. Wow. Das sieht doch schon mal beeindruckend aus. Wir kommen in friedlichen Absichten. Ich bin Tarek von Durox. Wir grüßen Sie, Captain. Die Verwertung der havarierten Schiffe läuft sehr gut. Wir haben eine erfreuliche Nachricht für Sie. Ich bitte um die Erlaubnis, an Bord der Quert kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Sie finden mich auf dem holographischen Deck. Danke, Captain. Wir sehen uns gleich. Computer, veranlasse, dass jedes Besatzungsmitglied beim nächsten Kleidungswechsel diesen Raumanzug bekommt. Jawohl, Captain. Captain, der Cyborg Tarek von Durox nähert sich Ihrer Position. Vielen Dank. Ich grüße Sie, Captain. Es freut mich, dass ich Sie persönlich kennenlernen darf. Die Freude ist auch auf meiner Seite. Was führt Sie nach Druft? Zwei Dinge. Erstens der Schutz der Quert. Zum Zweiten das wohl Wichtigere für Sie. Wir konnten den Bordcomputer des havarierten tyrianischen Kampfschiffs reaktivieren. Die von Ihnen skizzierte Raumkarte wurde dabei im Kartenarchiv des Kampfschiffs gefunden. Das Kampfschiff mit dem Namen Dash war vor langer Zeit bei diesen Koordinaten. Offenbar ist es in eine Anomalie geraten, nachdem es aus dem Hyperraum kam. Die Koordinaten der Anomalie sind uns jetzt bekannt, wir können also bei einem Sprung dies berücksichtigen. Vor langer Zeit, wie lang ist die Zeit her? Die Zeitangaben sind etwas verwirrend. Zunächst gibt der Bordcomputer den Start mit der Standardzeit 241-23210 zu den Koordinaten an. Die Rückkehr nach Durox wird mit der Standardzeit 220135000 angegeben. Wo war also das Schiff die letzten 290 Dorsek? Diese Anomalie ist beängstigend. Gibt es eine Möglichkeit, sich davor zu schützen? Ich habe in der Tat über dieses Problem nachgedacht. Wir bräuchten Hyperraumtunnels, die es jedem Schiff erlauben würden, in sie einzutauchen und egal mit welcher Antriebsspezifikation, mit maximaler Geschwindigkeit zu reisen. Außerdem sollten diese Tunnels die reisenden Schiffe vor der Entdeckung durch die Tarax und Soxas schützen. Diesbezüglich müsste ich mich mit Merwin austauschen. Von was für einer Strecke reden wir? Die Reisedauer wäre ein Dreiviertel Dorsek. Für ein kleines Schiff wäre das alleine physikalisch unmöglich, da es niemals genügend Energie mit sich führen könnte. Wenn aber der Tunnel den Antrieb bereitstellt, wäre es vermutlich kein Problem. Also sollten diese Tunnels verborgen sein, getarnt. Ich würde sagen, sprechen Sie mit Merwin.
Lassen Sie mich wissen, zu welchem Schluss Sie gemeinsam gekommen sind. Danke, Captain. Es war mir eine Freude. Wow, Computer. Wer hat diesen Anzug entworfen? Das war ich im Auftrag des Captain. Er fühlt sich an wie der alte. Aber nur der Farbe wegen, wird ihn Henry sicher nicht gemacht haben. Hat er neue Spezifikationen? In der Tat. Es wurde dieselbe Tarn- und Schildtechnologie, wie sie die Quert besitzt, eingebracht. Im Kragen und den Handgelenken befindet sich Replikationstechnologie. Im Notfall werden ein Helm und Handschuhe für den Träger erzeugt. Wahnsinn! Wo befindet sich Beatrice? Beatrice befindet sich im Augenblick im medizinischen Labor. Erster, worum geht es? Wir hatten doch erst kürzlich darüber gesprochen, dass Mervin effizienter wäre, wenn er seinesgleichen um sich hätte. Ja, richtig. Nun, wie der Zufall spielt, hat Mervin mich gerade kontaktiert. Ich möchte ihm bitte helfen, Sie Captain zu überzeugen, dass seine Freunde ebenfalls mit in die Crew aufgenommen werden. Das ist wirklich ein glücklicher Zufall. Dann beamen Sie Mervin und seine Freunde an Bord. Herzlich willkommen an Bord der Quert. Mervin, der erste Offizier, hat mich wissen lassen, dass deine Freunde ebenfalls auf der Quert leben wollen. Meine Erlaubnis hast du. Mervin, sprachlos ist. Denken schwer werden, Captain zu überzeugen. Lucy, bin. Das Papa Craig ist. Lucy sich freuen zu hören von Captain, das bleiben darf auf Quert. Neben dem Quartier von Mervin sind noch zwei Quartiere frei. Ihr könnt jeder ein eigenes haben oder zusammenziehen. Craig, denken junge Harkulaner zusammen wohnen werden. Craig, werden im Quartier für sich. Meine Erlaubnis habt ihr. Mervin, der Computer, gibt neue Raumanzüge aus. Wenn du oder deine Freunde einen Verbesserungsvorschlag habt, nur zu. Damit will ich sagen, jederzeit könnt ihr Verbesserungen machen. Das ist sogar erwünscht von mir. Tarek ist heute Morgen mit zwei weiteren Untertassen in den Raum der Taraks aufgebrochen. Er ist zuversichtlich, dass er bis in ein Zwölftel Dorsek Kontakt mit einem der Schiffe hat. Ich hoffe nur, dass es gut geht. Ach ja, Tarek möchte die biologische Crew mit der elektronischen Crew sowie mit dem Schiffscomputer in einem Netzwerk verbinden. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob das überhaupt möglich ist. Ja, jedoch nur auf Kampfschiffen. Von zivilen Schiffen, die das nutzen, habe ich noch nichts gehört. Lucy, arbeiten mit Papa viele Dorsek schon an neuem System. Bisher nur testen mit Harkulaner. Wenn Captain erlauben, Lucy wird mit Papa für biologische Crew Interface bauen. Mervin, wird Lucy und Craig bei Arbeit helfen? Lucy, wie funktioniert das Interface? Interface sitzen außen an Kopf. Kommunizieren mit ganzem Neuronalsystem. Bei Lucy hat erste Tage Kopfschwindel. Lucy werden vorsichtig sein, niemand krank werden. Henry und ich tragen jeder eine Brille. Weil unsere Augen nicht mehr so gut sind, kann man das damit ausgleichen? Lucy kann visuelles Bild verbessern. Funktioniert das auch bei Autreska? Funktionieren bei aller Spezies, die neuronales System besitzt. Wenn die Tarax und Soxas so gefährlich sind, sollten wir da nicht irgendeine Waffe zur Verteidigung tragen? Bei dem Gedanken, dass wir lange Zeit durch deren Gebiet fliegen müssen, ist mir nicht ganz wohl. Ehrlich, daran gedacht habe ich auch schon. Aber ich bin in solchen Situationen mit Sicherheit kein guter Schütze. Und von Schrot sollten wir die Finger lassen. Rick, lausiger Schütze ist. Deswegen haben Handschuhe erfunden, Handschuhe treffen immer. Kommunizieren mit Interface von Lucy, sehr effektiv sein. Ihr könnt sofort anfangen, das Interface und den Handschuh umzusetzen. Wenn ihr irgendetwas braucht, sagt einfach Bescheid. Rick, wissen, dass Mervin immer Wahrheit spricht, doch mit eigenen Augen sehen, nicht glauben kann. Lucy, beginnen zu glauben, Captain, mehr sein als zeigen. Sandra trinken Soxas Likör wie Kaktuswasser. Mervin, schon oft gesehen, aber immer noch nicht glauben können.
Lucy sich sicher, Captain mehr sein als zeigen. Ich fühle mich gut, das Flimmern vor den Augen ist jetzt weg. Gut, Captain, jetzt bitte konzentrieren auf Stimme von Lucy. Wow. Das sieht ja beeindruckend aus. Captain, jetzt können Sie sich mit allen, die ein Interface haben, verbinden und über große Entfernungen hinweg interagieren. Sie können jetzt sogar mit Tarek kommunizieren und einen eigenen Surrogat steuern. Dann müssen Sie bei gefährlichen Außeneinsätzen nicht selbst dabei sein. Lucy, warum verstehe ich dich so gut? Du sprichst ganz anders. Captain, Sie lesen meine Gedanken, ich spreche nicht. Dann kannst du auch meine Gedanken lesen? Ja, Captain, kann ich. Aber keine Sorge, nicht alle, nur an das, was Sie denken. Und wie kommuniziere ich jetzt mit Tarek? Sie müssen Tarek nur rufen. Ich danke dir, Lucy. Tarek, kannst du mich hören? Ja, Captain, ich bin hier. Das ist schön. Lucy sagte mir, du hast Neuigkeiten. Ja, Captain, in der Tat, die habe ich. Wir umkreisen seit mehreren Tagen ein Tarax-Mutterschiff. Eigentlich müsste ich sagen, einen reisenden Planeten. Dermaßen gewaltige Ausmaße waren mir bis jetzt unbekannt. Wie gewaltig? Das Schiff ist 5,25 Kaklik lang, 1,35 Kaklik breit und 1 Kaklik hoch. Wir haben das Schiff jetzt mehrfach aus verschiedenen Richtungen angeflogen und erhielten keine Reaktion. Selbst als wir dreimal gelandet und gestartet sind, fand kein Scanvorgang statt. Wahnsinn. Das Mutterschiff ist größer wie die Werft. Wie sieht dein Plan weiter aus? Wie Sie wissen, haben wir ein Drohnenschiff dabei, das für uns den ersten Kontakt übernimmt. Zwei persönlichkeitslose Cyborgs sind ebenfalls bereit zur Übernahme durch uns. Sollten wir also entdeckt werden, schalten wir uns aus und unsere Stellvertreter sowie das Schiff sprengen sich selbst. Ich bin bereit. Was muss ich tun? Ich schicke Ihnen einen Link, greifen Sie nach ihm. Dann sind Sie schon in Ihrem Cyborg-Avatar. Ich scanne nach einem leeren Korridor. Ist das dunkel? Ich glaube, die Tarax leben in der Dunkelheit. Damit könnten Sie recht haben, Captain. Ich habe keinen Korridor gefunden, der stärker beleuchtet ist. Eine verriegelte Tür. Müssen wir jetzt aus der Tarnung? Ich versuche, die Steuerung vorsichtig anzuregen. Ich hoffe, wir haben keinen Alarm ausgelöst. Ich denke nicht, Captain. Mein Scanner zeigt aktive DNA in wenigen Klicks vor uns. Offenbar nehmen Sie uns nicht wahr. Gehen wir an Ihnen vorbei. Sie haben keine Augen. Ich denke, die beiden Flügelfortsätze am Kopf sind eine Art Ultraschall. Gehen wir zum nächsten Korridor.
endlich auf. Du weißt ganz genau, dass wir hier nicht wegkommen. Doch. Auf die eine oder andere Weise. Das sind Kinder. Hör bitte endlich auf. Richtig. Warum was müsst machen ihr Jungs hier? Immer ich denke, Kopf wir nehmen sie Wand. Mit. Selbstverständlich. Tarek, materialisiere die Kinder bitte erst, wenn du bei der Quert bist. Ich möchte, dass die Kinder zuerst auf die Frauen im Botanischen Garten treffen. Ich weiß nicht, wie sie auf Cyborg reagieren werden. Ja, Captain, ich verstehe. Aufregung hatten sie genug. Ich komme auf direktem Weg zur Quert zurück. Ich rufe alle Führungsoffiziere, ich möchte unverzüglich mit ihnen sprechen. Ja, Captain. Ich bin hier, Captain. Ich höre, Captain. Hier spricht Tyvok von Durox, Stellvertreter von Tarek von Durox. Tarek und ich waren gerade auf dem Mutterschiff der Taraks. Von folgenden positiven Ergebnissen kann ich berichten. Die Tarnvorrichtung funktioniert zu 100%. Die Scanner des Mutterschiffs waren nicht in der Lage, unsere Schiffe zu erfassen. Ebenso wenig gelang es der Besatzung, die ihre Umgebung offenbar mit Ultraschall wahrnimmt, uns zu erfassen. Beim weiteren Erkunden des Schiffs haben wir ein Gefangenenlager entdeckt. Darin werden uns alle bekannten Spezies gefangen gehalten. In einer der Zellen haben Tarek und ich menschliche Kinder gefunden. Wir haben sie beim Verlassen des Schiffs mitgenommen. Tarek ist jetzt unterwegs zur Quert. Ich selbst werde mich mit der Quert nach Durox begeben. Ich passe meine Route augenblicklich Ihrem Vorhaben an. Captain, befürchten Sie einen Angriff der Taraks? Das nicht, erster Offizier. Wir wissen aber jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Mit Sklavenhaltern. Captain, ich werde den Recyclingbetrieb im Orbit und auf dem Planeten auf die mir maximal mögliche Leistung hochfahren. Ich gehe davon aus, dass Sie, Captain, eine Rettungsaktion der Gefangenen planen. Richtig. Es war bedrückend zu sehen, unter welchen Bedingungen die Gefangene dort leben müssen. Ich schlage vor, wir beginnen sofort mit den gewonnenen Materialien, mit dem Bau eines Raumkreuzers. Tuvok, wie lange wird der Bau benötigen? Da wir mit Replikator-Technologie arbeiten, werden wir mit dem Schiff in etwa einem Zwölftel Dorsek fertig sein. Tuvok, nutzen Sie die Erkenntnisse, die Tarek über das Mutterschiff gewonnen hat. Es muss kein Luxusschiff sein, funktionell reicht. Wählen Sie ein Design, das eine klare Botschaft aussendet. Widerstand ist zwecklos. Jawohl, Captain. Ich hatte gerade ein interessantes Gespräch mit Lucy. Sie ist der Meinung, dass unser Captain mehr ist, als er zeigt. Henry, es ist einfach zu auffällig, wie souverän du mit neuen Situationen umgehst. Ich weiß, Beatrice, ich habe eure Blicke natürlich auch bemerkt. Der Tag musste ja einmal kommen. Kann mich bitte jemand aufklären, ihr sprecht wie die Moriana. Die versteht nämlich auch so gut wie keiner ohne Übersetzer. Um ehrlich zu sein, habe ich mich das auch schon gefragt. Ich habe es mir dann mit deiner Reife erklärt. So, jetzt habt ihr es geschafft. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was läuft. Henry, genau das meinte ich. Alles begann an dem Tag, an dem mich meine Mutter beim Selbstverteidigungskurs angemeldet hat. Ich war in sehr kurzer Zeit einer der besten Schüler in Ducho. Nach einem Jahr war ich sogar der Beste. Bis hierher ist es noch nichts Besonderes. Bei einem Wettbewerb wurde ich von einem Mann angesprochen, der sich als Sachin Schmidt vorstellte. Er bot mir ein Stipendium an, sobald ich meinen Schulabschluss habe. Als ich ihm sagte, dass mein Notendurchschnitt das nicht hergeben würde, sagte er nur: Das lass meine Sorge sein. Ich bekam das Stipendium, allerdings auf einer Militäruniversität. Sachin Schmidt übergab mich an Captain Bauer, er war dann mein Ansprechpartner. Nachdem sie sich sicher waren, dass ich mich wirklich in den Vorlesungen anstrengte, wurde ich befördert. Ich war kein einfacher Soldat mehr, ich war jetzt selbst Sachin. Aus dem Sportprogramm wurde ein intensives Trainingsprogramm. Ich wurde in immer heiklere Situationen gebracht, als ich dann mein Studium der Geologie abschloss. Bekam ich meinen ersten Auftrag, ich wurde nach außen augenscheinlich zum Zivilisten. Gehörte jedoch immer noch dem Militär an. Ich sollte weltweit nach einer ganz bestimmten Anomalie Ausschau halten. Es dauerte einige Jahre, bis ich die erste Anomalie fand. Damals lernte ich Beatrice kennen, was mir bis zu dem Zeitpunkt keiner gesagt hatte, war die Tatsache, dass diese Anomalie massive Angstzustände erzeugt.
Beatrice half mir immer wieder, von diesen Schüben herunterzukommen. Damit andere Nationen sich nicht zu sehr um mich kümmerten, musste ich die Behauptung aufstellen, es gebe einen inneren Sturm. In der Fachwelt wurde ich belächelt und ich hatte meinen Freiraum, konnte weiter nach Anomalien suchen. Das ist auch der Grund, warum ich freiwillig in die Anomalie gegangen bin. Dass ich jedoch dieses Abenteuer erlebe, darauf war ich nicht vorbereitet. Und schon gar nicht, dass ich dich, Talia, kennenlerne. Das erklärt, warum du so souverän mit jeder Situation umgehst. Es ist beruhigend, zu hören, dass du nicht wirklich nach einem inneren Strom suchst. Manchmal habe ich mich schon gefragt, in welchen Sphären du schwebst. Ich hatte hin und wieder den Eindruck, dass du nicht alles erzählst, einfach etwas für dich behältst. Aber ich muss Sandra zustimmen, ich bin froh, dass du nicht an einen inneren Strom glaubst. Manchmal war das schon ganz schön schräge, was du für Theorien aufgestellt hast. Entschuldigt, wenn ich den Moment störe. Im Frachtraum ist die Kapsel, mit der alte Mann von den Tarax geflüchtet ist. Ich nehme an, es liegt an ihrer Beschichtung, sie haben ihn ziehen lassen. Nach dem, was er aber erzählt hat, lassen sie niemanden ziehen. Dann konnten sie ihn vermutlich nicht mit dem Scanner erfassen. Der alte Mann sagt, die Tarax respektieren nur diejenigen, die ihnen überlegen sind. Man darf ihnen gegenüber keine Fehler machen, diesen Fehler nutzen sie sofort aus. Sandra, Chinsha, bitte bereitet den botanischen Garten auf die Ankunft von zwei Kindern vor. Was ihr noch nicht wisst, Tarek und ich waren mit einem Avatar auf einem Mutterschiff der Tarax. Wir haben dort zwei menschliche Kinder gefunden in Gefangenschaft. Tarek hat sie noch im Teleporter, wird sie ist hier auf der Quert materialisieren. Wir brechen jetzt gleich auf nach Durox. Lasst euch etwas einfallen wie ein Kindergeburtstag oder ein Kinderfest. Ich möchte, dass die Kinder Vertrauen zu uns bekommen. Talia, Beatrice und ich, wir gehen in das virtuelle Netzwerk. Wir besprechen die möglichen Szenarien, um das Beste herauszufinden. Erster, bitte setzen Sie sofortigen Kurs nach Durox. Der Grund unserer Besprechung ist folgender. Wie gehen wir am besten gegen die Tarax vor? Dazu hat Talia wichtige Erkenntnisse. Bitte, Talia. Ich habe von einem alten Mann erfahren, der selbst von den Tarax fast gefangen genommen wurde, wie die Tarax wirklich sind. Sie akzeptieren nur diejenigen, die ihnen überlegen sind. Sollten diejenigen aber einen Fehler machen, werden sie diesen sofort gegen sie ausnutzen. Ich habe von dem alten Mann eine Rettungskapsel bekommen, die offenbar von den Scanner der Tarax nicht erfasst werden kann. Merwin, wenn du dich bitte um die Rettungskapsel kümmern würdest, damit wir die Erkenntnisse in den Bau des neuen Schiffs einbinden können. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich halte ein einzelnes Schiff für falsch. Die Tierwelt auf der Erde macht es uns vor, wie man Fressfeinden entgehen kann. Das Schiff selbst sollte aus mehreren Teilen bestehen. Wenn sich die einzelnen Teile auseinander bewegen, rennt der Feind ins Leere, kann dann aber aus allen Himmelsrichtungen angegriffen werden. Die Idee ist gut. Ich kümmere mich gleich um die Rettungskapsel. Einen Moment noch, Merwin. Ich benötige die Spezifikationen für den größtmöglichen Energieabsorber, den du für noch vertretbar hältst. Ich verstehe, du willst die maximale Energieabsorption. Ich werde gleich die Konstruktion beginnen. Captain, entschuldigen Sie mich, ich habe Arbeit. Ich schlage vor, wir enttarnen den Energieabsorber erst in dem Augenblick, in dem er aktiv wird. Die Scout-Schiffe sollten sich jedoch nicht enttarnen, ebenso wenig die Einsatzteams. Ein Löwe fragt auch nicht, ob er die Antilope reißen darf oder nicht, er tut es einfach. Psychologisch gesehen verbreitet es beim Opfer maximale Panik. Die Botschaft ist eindeutig, wir nehmen uns alles, was wir wollen und werden nicht fragen. Richtig. Tovok, bauen Sie eine Absorberwaffe in der maximal möglichen Größe und erweitern Sie die Scout-Flotte. Sobald wir mehr über die Beschichtung wissen, müssen die Scout-Schiffe, die Sturmtruppen und die Absorberwaffe damit beschichtet werden. Captain, ich habe noch eine persönliche Bitte. Worum geht es? Ich würde gerne mein äußeres Humanoid gestalten. Wenn es dein Wunsch ist, dann tu es. Wir sehen uns, sobald jemand von uns neue Erkenntnisse hat.
Beatrice, kann ich mit dir unter vier Augen sprechen? Selbstverständlich, Talia. Komm bitte herein. Heute ist der 22043509. Die ganze Situation mit den Tarax entwickelt sich zunehmend aggressiv. Es gibt Tage wie heute, an denen ich gerne jemanden um Rat fragen würde. Ich kenne nicht jede Spezies, ich kenne nicht jede Begebenheit, die in dieser Galaxie üblich ist. Talia ist eine große Hilfe, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich sie überfordere. Jetzt, wo wir wissen, dass die Tarax Sklavenhalter sind, sollte ich eigentlich weniger Skrupel haben. Nachdem ich entschieden hatte, die zwei menschlichen Kinder mitzunehmen, waren alle auf einmal so euphorisch. Ich hoffe, ich treffe die richtige Entscheidung. Captain Henry Ende. Captain, Ihrem Logbucheintrag entnehme ich die Notwendigkeit eines persönlichen Beraters. Captain Morso hatte eine Sorianerin als seine persönliche Beraterin. Das Wissen der Sorianer über die Galaxie ist umfassend, da sie ihr Wissen von Generation zu Generation über ein genetisches Gedächtnis weitergeben. Ist das nicht auch bloß wieder ein Cyborg? Captain, in diesem Fall nicht. Soria hat sich zu Lebzeiten für die Nachwelt digitalisieren lassen. Ihr gesamtes neuronales System wurde gescannt und digitalisiert. In Ordnung. Dann generiere bitte Soria. Ich greife auf die Datenbank von Soria zu. Es wird mit der Replikation begonnen. Du bist Captain Henry. Ich danke dir, dass du mich zurückgeholt hast. Ich wusste bis gerade eben nicht einmal, dass es dich gibt. Es war eine Sicherung programmiert. Offenbar hat dich der Computer für würdig erachtet. Ich nehme an, du hast gewaltige Probleme. Wo fange ich mit dem Bericht an? Das brauchst du nicht. Ich greife auf die Datenbank des Schiffs zu. Interessant, du bist die erste Spezies, in dessen Besitz ein Cyborg sein eigenes Bewusstsein entwickelt hat, ohne Angst haben zu müssen, abgeschaltet zu werden. Du respektierst offenbar jede Spezies, die du triffst, und holst dabei die besten Eigenschaften aus jedem Individuum. Du bist ein würdiger Nachfolger für Captain Norso. Soria, du brauchst mir nicht zu schmeicheln. Das war nicht meine Absicht. Kommen wir zu deinem aktuellen Problem. Die Idee mit dem Schwarmschiff ist hervorragend. Ein Energieabsorber als Waffe zu verwenden ist genial. Wo liegt jetzt dein Problem? Es liegt mir eigentlich fern, feindlich mit den Tarax umzugehen. Es ehrt dich, aber es ist dumm. Seit ich mich erinnern kann, sind die Tarax und auch die Soxas wild und kriegerisch. Sie bringen Schiffe auf, nehmen die Besatzung gefangen, diejenigen, die sich sträuben, werden zurück auf ihr Schiff gebracht. Und dann mitsamt dem Schiff eliminiert. Mein Rat an dich, maximale Härte, nimm dir aus dem Schiff, was du brauchst. Eigne dir ihre technischen Spezifikationen an, nimm dir so viel Rohstoff aus ihrem Schiff, wie du gebrauchen kannst. Ich soll das Schiff behandeln wie ein havariertes Schiff? Henry, es ist so, die Tarax leben davon, dass sie andere überfallen, ausrauben und töten. Sie sehen es als ihr Recht an, dies zu tun. Leider war bis jetzt noch keiner in der Lage, den Spieß umzudrehen. Aus meiner Sicht und aus der vieler anderer wäre es nur gerecht. Du musst, um an deinen Heimatplaneten zu kommen, fast ein Dorsek durch den Raum der Tarax. Da wird ein Schwarmschiff nicht reichen. Tarek, wir sind bereit. Chinsha, jetzt erkläre mir bitte, wie willst du das mit den Bäumen hier machen? Ich habe vor, die Bäume in großen Blumenkübeln aufzustellen, damit die Wurzelballen genügend Erde haben. Natürlich beschränkt es die Größe der Bäume, ich muss sie also ständig auf einer bestimmten Höhe halten. Wie ist das mit dem Wurzelwerk und den Blumen und dem Rasen? Oh. Hallo, ich bin Sandra. Ich bin Beatrice, schön, dass ihr da seid. Ich bin Chinsha, ich habe den Garten gepflanzt. Hallo. Wo sind wir? Ist das der Himmel? Seid ihr Engel? Warum habt ihr keine Flügel? Halt endlich die Klappe. Sie können nicht antworten, weil du ständig Fragen stellst. Man wird ja nochmal fragen dürfen. Entschuldigt, ich bin Yeti und das ist Mickey. Willkommen auf der Quert, Yeti und Mickey.
Unser Freund Tarek hat euch zusammen mit dem Käpt'n befreit. Es musste schnell gehen, deswegen habt ihr sie nicht gesehen. Habt ihr Hunger? Wir haben eine ganz tolle Kantine. Darf ich mir aussuchen, was ich essen will? Selbstverständlich. Dann möchte ich jetzt essen. Was auch sonst. Der eine oder andere von euch mag jetzt denken, das hätte man auch im virtuellen Netzwerk machen können. Zugegeben, ich habe darüber nachgedacht. Was uns bevorsteht, ist jedoch etwas, das unser Leben verändern wird. Ich habe zum ersten Mal, seitdem ich im Besitz der Quert bin, die Schiffsberaterin aufgerufen. Als ich ihr sagte, ich bevorzuge eine friedliche Lösung mit dem Tarax, war ihre Antwort folgende. Das ehrt dich, aber es ist dumm. Die Tarax überfallen, seit sich Soria erinnern kann, jedes Schiff, das sie greifen können. Die Besatzungsmitglieder der Schiffe, die sich weigern, werden mit ihrem Schiff eliminiert. Dank ein paar sehr gewieften Erfindern sind wir jetzt in der Lage, den Spieß umzudrehen. Aus den Mördern und Plünderern werden jetzt selbst die Gejagten. Im letzten Dorsek habe ich beeindruckt zur Kenntnis genommen, wie gut unsere Männer aus Eisen nicht nur funktionieren, sondern eine wirkliche Crew bilden. Durch eine kleine Programmabweichung seitens eines gewieften Herkulaners ist etwas entstanden, das weit über seine eigene Programmierung hinausgeht. Schauen Sie sich einfach den Werdegang von Tarek und Tobok an, dann wissen Sie, was ich meine. Kommen wir nun zu dem, was vor uns steht. Wir werden die Geisel ohne Verluste vom Geisel aus dem Tarax-Mutterschiff befreien. Was die Enter-Trupps mit der Tarax-Crew anstellen, ist mir egal. Bedenken Sie jedoch, die Crew des Mutterschiffs ist uns zahlenmäßig 1 zu 1800 überlegen. Kommen wir zu den Einzelheiten. Der Absorber geht auf maximale Leistung. Die Vorhut teleportiert die Reaktoren der Generatoren aus dem Schiff. Des Weiteren greift sich die Vorhut die Datenbank des Mutterschiffs. Wenn Sie die Geisel befreit haben, beginnen Sie mit dem Zerlegen des Tarax-Mutterschiffs. Beginnen Sie sofort mit dem Recycling der Außenhülle und bauen Sie neue Scout-Schiffe sowie einen zweiten Absorber. Sollten Sie Material übrig haben, speichern Sie es im Musterpuffer für benötigte Reparaturen oder Neuanfertigungen. In diesem Sinne, lassen Sie uns beginnen. Kapitän, die Reaktoren sind ausgefallen. Kapitän, Atmosphäre entweicht, ganze Bordwände fehlen plötzlich. Aus allen Stationen kommen Meldungen von Toten. Auf unsere Datenbank wird zugegriffen. Fremdes Schiff voraus. Hauptwaffe feuerfrei. Wir haben nicht mehr genug Energie. Was passiert hier? Immer mehr Bordwände fehlen plötzlich. Wir werden geentert, unsere Waffen sind wirkungslos. Kritisches Energielevel erreicht. Öffnen Sie einen Kanal zum fremden Schiff. Kapitän, Sie können sprechen. Fremdes Schiff, wir ergeben uns.
Das ist bedeutungslos. Gemäß der Stellanrechte gehört ein havariertes Schiff dem Finder. Ihr Schiff ist havariert, regeln Sie Ihre Angelegenheiten mit Ihrem Schöpfer. In wenigen Parsec wird von diesem havarierten Schiff nichts mehr vorhanden sein. Ende der Nachricht. Schicken Sie eine Notsonde mit allen Informationen aus. Ja, Kapitän. Makulok sei uns allen gnädig.